Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christopher Leichtfleiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. August 2018, es gibt viele Themen, über die wir sprechen können. Augenscheinlich natürlich die Ereignisse rund um die Türkei, respektive natürlich auch das Verhalten der Kapitalmärkte. Aber ich möchte Ihnen vor allem auch einige Themen vorstellen, die Sie weniger in der Presse finden, vor allem auch was unter der Oberfläche der Marktindizes passiert, also das, was hier wirklich an Substanz momentan in Bewegung ist aus unserer Perspektive. Dazu natürlich das Thema Zinsen in der Eurozone und auch das ein oder andere Wort zum Thema globaler Konjunktur. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die Möglichkeiten, die die Software Ihnen bietet. Und sofern es an der konkreten Stelle Sinn macht, gehe ich direkt auf die Frage ein. Ansonsten stellen wir diese nach hinten und werden diese im Rahmen der Fragerunde behandeln. Im Nachhinein erhalten Sie eine Konserve zugesendet, bei der Sie nochmal alle Ausführungen nachvollziehen können, sodass Sie wirklich die Möglichkeit hierfür sich nutzen können, an der einen oder anderen Stelle anzuhalten, respektive auch hier entsprechend zurückzuspulen, sofern ich vielleicht von der Redegeschwindigkeit her zu schnell werde. Wir steigen ja noch direkt dann mit dem Thema Schulden- und Währungskrise durch diesmal Türkei-Edition. Wenn Sie mal reflektieren in den vergangenen 10 Jahren, dann hatten wir erst das Thema Lehman Brothers, was zu einer Finanzkrise auch führte. Am Ende des Tages waren zuerst die Banken gestresst, weil die Schuldner ihre Kredite nicht bedienen konnten. Danach mussten die Staaten einspringen, um die Banken zu stützen. Danach waren die Banken gestresst. Und letztendlich musste der Retter der letzten Ordnung eben die Notenbank hier entsprechend einschreiten, das Finanzsystem vor dem Umkippen zu schützen. Wenn wir nun die Türkei betrachten, dann sehen wir einige dieser bekannten Mechanismen, teilweise natürlich auch Ausprägungen, die eher für Schwellenländer respektive aufstrebende Volkswirtschaften hier natürlich sind. Und das schauen wir uns hier mal an. Zunächst betrachten wir hier mal den Wechselkurs, also sprich, wie viel türkische Lira muss ich denn aufwenden, um beispielsweise einen US-Dollar, das sehen Sie hier in türkisblau dargestellt, respektive einen Euro in dunkelblau dargestellt, zu erwerben. Und Sie sehen schon hier, dass sie doch deutlich mehr türkische Lira in die Hand nehmen mussten, um hier entsprechende das Geld in die sogenannten Hartwährungen, also beispielsweise Euro oder Dollar entsprechend zu tauschen. Also das ist doch ein durchaus sehr ansehnlicher Anstieg, also eine Bewegung, die man auch im Währungsbereich nicht aller Tage findet. Und das hat natürlich Auswirkungen. Das zeigt natürlich auch, vor allem auch aus unserer Perspektive, die Inflationsrate, die wir Ihnen hier mitgebracht haben. Und da sehen Sie mal die Veränderung der Konsumentenpreise im Jahresvergleich. Und da sehen Sie mal, wenn wir mal zum Beispiel ins Jahr 2017 gehen oder auch ins Jahr 2016, was ja nicht so weit zurückliegt, dann sehen Sie mal, da hatten wir eine ganz komfortable Inflationsrate von 6% für die Volkswirtschaft. Und dann ging der Wert jetzt hier eben in der Spitze hoch auf beim 16%. Also das ist natürlich ein großes Problem für die Personen, die in türkischen Lira verdienen, entsprechend dort ihren Lebensunterhalt bestreiten. Es werden Güter eben aus dem Ausland importiert und eine schwache Währung führt hier zu einer sogenannten importierten Inflation. Also das Preisniveau steigt. Und wenn natürlich Löhne und Sonstiges nicht entsprechend mitsteigen, dann haben Sie hier natürlich einen entsprechenden Kaufkraftverlust, der sich natürlich auch tendenziell in einer geringeren Lebensqualität respektive größerer Unzufriedenheit entsprechend hier darstellt. Also das Ganze auch noch mit einer möglicherweise politischen Komponente eben hier auch verknüpft. Ob das in der Türkei so sein wird wie in anderen Ländern, wo sich dann der Unmut gegenüber der politischen Führung entsprechend aufgeheizt hat, das wird man sich betrachten müssen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass natürlich die Situation für die Inländer ein sehr, sehr großes Problem darstellt. Im nächsten Schritt muss man sich die Frage stellen, nun ja, wenn türkische Wirtschaftssubjekte, also sowohl private Haushalte als auch Unternehmen beispielsweise im Euro oder im Dollar verschuldet sind, also sprich in einer Währung, die jetzt massiv teurer geworden ist, dann haben wir natürlich das Problem, dass wenn ich weiterhin meine Umsätze vielleicht zum großen Teil in türkischer Lira generiere, muss aber gleichzeitig meine Verbindlichkeiten in Euro und Dollar bedienen, dann sind natürlich meine Schulden jetzt deutlich teurer geworden aufgrund dieser Währungsabwertung. Und wenn dann nicht alle Schulden zurückbezahlt werden können, dann hat, wie Sie das aus der Finanzkrise kennen, wie Sie das aus der Euro- und Staatsschuldenkrise kennen, natürlich am Ende des Tages der Gläubiger ein Problem. Gläubiger sind in vielen Fällen natürlich Banken und Finanzinstitute. Und dementsprechend hier mal eine Übersicht der Bank für internationalen Zahlungsverkehr, also der
der Zentralbank, der Zentralbanken, wo man sich anschaut, okay, wie hoch sind dann die Forderungen der Banken eines jeweiligen Landes in Prozent der Wirtschaftsleistung dieses Landes. Also sprich, wenn wir das mal für Spanien hier durchexerzieren, dann stellen wir eben fest, okay, die Forderungen der spanischen Banken gegenüber der Türkei, die liegen eben bei etwas über 5% der spanischen Wirtschaftsleistung. Also in Extrem, selbst wenn diese Forderungen komplett ausfallen sollten und am Ende des Tages auch wieder der Staat einspringen müsste, um die Banken hier entsprechend zu retten, dann ist das eine Dimension, die natürlich groß ist, aber die natürlich grundsätzlich handelbar ist. Und wenn wir hier nun mal weitergehen, sei es jetzt hier für Frankreich oder eben auch Italien oder auch Deutschland, dann sehen Sie, die Dimensionen nehmen schon mal ab. Also, was wir an der Stelle festhalten können, es ist da natürlich damit zu rechnen, dass nicht alle Verbindlichkeiten von türkischen Wirtschaftssubjekten hier frist- und zeitgemäß und in voller Höhe zurückgeführt werden können. Das führt dementsprechend dazu, dass Forderungen abgeschrieben werden müssen. Diese Forderungen sind Verluste, die dementsprechend die Gewinne der Kreditinstitute treffen, die natürlich auch das Eigenkapital reduzieren. Und dementsprechend sehen wir hier natürlich Auswirkungen auch auf die verwandten Märkte. Aktuell aber momentan das Ganze noch zumindest in der Markteinschätzung auf einem überschaubaren Niveau. Was Sie hier sehen, das sind die Kosten für Kreditausfallversicherung. Also wenn Sie sich dagegen versichern möchten, dass es eben zu Ausfällen im europäischen Bankensystem kommt. Ich habe das jetzt bewusst nicht für einzelne Institute gemacht, sondern auf der Sektorebene. Und da sehen Sie in auch Relation zu dem Griechenland- und Staatsschuldenkrise, die wir gesehen haben, bevor dann Mario Draghi mit Whatever it takes reagiert hat, sind eben die Preise für die Kreditausfallversicherung noch auf einem relativ moderaten Niveau. Und das ist, glaube ich, auch die Erklärung, die wir hier schön haben. Auf der einen Seite haben wir Kursverluste gesehen bei den Aktien der europäischen Bankinstitute, klar, weil Abschreibungen sind natürlich, wie eben ausgeführt, schlecht für den Gewinn. Letztendlich den Gewinn pro Aktie, dementsprechend natürlich auch für die Aktienbewertung. Auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass wir über ein systemisches Event à la Lehman Brothers hier aktuell reden, sondern wir haben die größten Probleme natürlich für die Inländer und im nächsten Schritt dann für diejenigen, die eben Kredite vergeben haben, die nicht in voller Höhe zurückgeführt werden, aber wie eben dargestellt, ein systemisches Event à la Lehman Brothers, das scheint zumindest auf dem jetzigen Niveau nicht wirklich nachvollziehbar begründend dargestellt zu werden. Also, die Krise in der Türkei, die darf natürlich nicht unterschätzt werden. Wir haben ja eine geopolitische Komponente. Sie wissen, die Türkei entsprechend hier natürlich auch als NATO-Partner mit einer gewissen Rolle, auch das Thema Rolle in der Flüchtlingskrise aus der europäischen Sicht natürlich eine wichtige Funktion. Also von daher haben wir hier eine Verknüpfung, die im Blick behalten werden muss. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die schwache Währung zu steigender Inflationsrate führt. Wir werden sehen, wie sich das auf die Stimmung im Land auswirkt und welche Folgen gesellschaftspolitisch hier dann zu erwarten sind. Und klar, wir bräuchten hier steigende Zinsen, um die Währung zu stabilisieren. Aber aufgrund der expansiven Kreditvergabe in der Vergangenheit, und auch aufgrund der politischen Meinung des Führers des Landes, können wir hier nicht davon ausgehen, dass wir eine unabhängige Notenbank haben, die die Zinsen hier entsprechend anpassen wird. Auch andere regulatorische Maßnahmen, wie zum Beispiel Stützungen durch den Internationalen Währungsfonds, die sind in dieser verhärteten Diskussion kurzfristig nicht zu erwarten. Da wird der Schmerz in der Türkei mit Sicherheit erst noch größer werden müssen. Und von daher haben wir einfach eine Situation, die natürlich sehr, sehr ungünstig ist, weil wir haben eine massive Verquickung zwischen der ohnehin herausfordernden Situation und eben dieser politischen Komponente. Grundsätzlich können wir aber festhalten, dass der Währungsausschlag der türkischen Lira, das ist wirklich ein lehrbuchmäßiger Indikator für die Reaktion auch in verschiedenen Vermögensklassen. Wir sehen ein sogenanntes Risk-Off im Segment der Vermögensklassen für Schwellenländer, also beispielsweise der marktbreite MSCI Emerging Market Index, der Aktien aus verschiedenen Schwellen- und aufstrebenden Ländern zusammenfasst. Da haben Sie einen Türkei-Anteil von weniger als 1%. Trotzdem hat der Index sehr, sehr sensibel darauf reagiert. Also man sieht doch, dass hier erstmal alles über einen Kamm geschert wird. Man versucht hier Risiken entsprechend zu reduzieren. Und in der Kombination dessen, dass ja Fremdwährungen respektive ein Anstieg des US-Dollar ohnehin schwierig ist für in Dollar verschuldete Schwellenländer, sehen wir hier natürlich zwei Themen, die zusammenkommen. Aber ich glaube, wir können es festhalten in einem global diversifizierten Portfolio, wo wir wirklich verschiedene Vermögensklassen regional breit diversifiziert abgebildet haben.
typischerweise dort türkische Vermögenswerte sehr, sehr gering repräsentiert. Also haben wir zwar Ansteckungseffekte wie eben dargestellt, aber ein global diversifiziertes Portfolio sollte da relativ geringe Einschläge im Endeffekt verspüren. Und das Thema systemische Risiken, wie eben dargestellte, das sehe ich aktuell nicht. Wie gesagt, dieser Risk-Off, der trifft verwandte Anlageklassen sehr pauschal. Und dementsprechend gibt es hier vielleicht auch die eine oder andere Opportunität, hier entsprechend sich mal günstiger zu positionieren. Weil wenn Sie sich hier langfristige Ertragsprojektionen anschauen, wo man volkswirtschaftliche Kennzahlen kombiniert, um eine Ertragserwartung für 5- bis 10-jährige Anlagehorizonte zu bekommen, das wird regelmäßig von verschiedenen Instituten durchgeführt. Da kommen Sie am Ende des Tages eigentlich immer zu dem Schluss, dass wenn Sie Vermögenswerte wie beispielsweise Aktien der USA mit Aktien Europa oder auch Aktien aus Schwellenländern vergleichen, da haben die Aktien aus den Schwellenländern den höchsten erwarteten Ertrag und dementsprechend eine Vermögensklasse, die langfristig attraktive Ertragserwartungen hat, die wird momentan kurzfristig eher abgestraft. Aber das sollte nicht dazu führen, jetzt die Schwellenländerquote im Portfolio zu hinterfragen, vielleicht eher die Frage aufzuwerfen, inwieweit hier es sinnvoll ist, Positionen aufzunehmen. Das natürlich nicht auf einen Schlag. Diese schwankungsreise Anlageklasse der Vermögens Werte in Schwellenländern, seines Aktien, seines Anleihen oder damit verbundene Währungsengagements, die eignen sich grundsätzlich sehr gut, um es über ratierliche Investitionspläne aufzubauen, respektive natürlich auch hier über Sparpläne. Wenn wir weitergehen auf die Eurozone, dann müssen wir sagen, neuer Monat, alte Probleme, respektive bekannte Symptome. Ich habe Ihnen hier zunächst mal mitgebracht den IFO-Geschäftsklimaindex, der doch ein sehr wichtiger Indikator für die Situation in Deutschland entsprechend hier ist. Und was wir feststellen, was sich in den letzten Jahren ja fast als festes Bild hier eingeprägt hat, dann sehen Sie die Einschätzungen zur aktuellen Lage hier in Rot dargestellt. Die sind weiterhin auf einem sehr vernünftigen Niveau. Aber wenn Sie mal die Erwartungen für die Zukunft anschauen, hier in Blau, dann sind die eher ein bisschen skeptischer. Also hier hat sich eine relativ große Spanne aufgetan. Bisher war es so, dass die negativen Erwartungen oder die weniger optimistischen Erwartungen dann durch eine bessere positive Lage positiv überrascht wurden. Mal sehen, ob das in der Zukunft auch so sein wird. Aber grundsätzlich hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung schlechter ist als die Lage. Wen würde es auch wundern? Deutschland hat natürlich Zinsen, die viel zu niedrig sind. Wir haben eine Währung, die unser exportorientiertes Geschäftsmodell fördert. Wir haben jetzt wieder mal einen exorbitanten Leistungsüberschuss. Also sprich, wir sehen hier die strukturellen Probleme in der Eurozone mit dem Powerhouse Deutschland und mit den strukturellen Problemen in anderen Ländern, die bleiben uns hier entsprechend erhalten. Bella Italia, beliebtes Ausflugsziel natürlich auch jetzt im Rahmen der Sommerferien, aber hier müssen wir leider feststellen, dass doch etwas Unruhe ist, wenn man das genau betrachtet. Was Sie hier oben im Chart sehen, das ist die Renditeveränderung von Staatsanleihen 10-jähriger Restlaufzeit. Und zwar in Basispunkten dargestellt. Das heißt 109,5 Basispunkte. 100 Basispunkte sind 1%. Das heißt, eine italienische Staatsanleihe, 10-jährige Laufzeit, hat heute Zinsen, die um 1,1% höher sind als zu Beginn des Jahres 2018. Und Sie sehen das hier auch mal schön dargestellt. Deutschland, da gingen die Renditen für Staatsanleihen nach unten. Sie sehen es auch hier, Frankreich, es ging nach unten. Spanien ging nach unten. Irland, Portugal, überall ging es nach unten. Italien gegen den Trend nach oben. Da gibt es doch einige Verwirrungen und das ist natürlich ein großes Problem. Und hier im unteren Chart, da sehen Sie nochmal die aktuellen Renditen. Das ist natürlich brutal, wenn Sie sich klar machen, dass wir in einem einheitlichen Währungs- und Wirtschaftsraum leben vom Grundprinzip und Deutschland für seine 10-jährigen Schulden 0,3% an Rendite bezahlen muss an die Gläubiger und Italien hier 3,05%, also Faktor 10. Und das ist natürlich ein Punkt, der dafür sorgt, dass wir in Deutschland viel, viel zu niedrige Renditen haben. Die Zinsen sind viel zu niedrig für die deutsche Konjunktur, für den deutschen Arbeitsmarkt. Und auch hier sehen wir lehrbuchmäßig das, was wir erwarten würden. Zu niedrige Zinsen, die führen zu Fehlallokationen von Kapital, besonders natürlich in den Vermögenssegmenten, die sehr, sehr nah am Zins hängen, wie beispielsweise den Immobilien. Und ich glaube, da wird man in 5, 6 Jahren auch zurückschauen und wird sagen, naja, Volkswirtschaft, erstes Semester, ist der Zins zu niedrig, kommt zu Fehlallokationen für Kapital. Und ein Land wie Deutschland mit unserem Wirtschaftswachstum, mit den volkswirtschaftlichen Kennzahlen, die wir hier haben, einen 10-jährigen Bundesanleihezins von 0,3%, der ist natürlich offenkundig viel, viel zu niedrig.
Und gerade im Vergleich mit Italien stellen wir fest, dass es doch Faktor 10, wie eben ausgeführt, und das zeigt natürlich auch, wie groß die Divergenzen hier im Währungsraum weiterhin sind. Und klar, eine Lösung habe ich auch nicht, aber wir sollten uns als Anleger dementsprechend klar machen, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank eben nicht für Deutschland gemacht wird, sondern für die gesamte Eurozone. Und derartige Entwicklungen, auch wenn es jetzt nur ein Land betrifft im aktuellen Umfeld, dann die haben natürlich Auswirkungen auf die Geldpolitik und das Thema stark steigende Zinsen. Das sollte man, glaube ich, ad acta legen. Wenn Sie nun in den Medien lesen, dass die Europäische Zentralbank ja endlich die Zinsen erhöhen könnte, weil man hat ja das Inflationsziel erreicht. Sie wissen, im Geldsystem, wie wir es hier aktuell haben, geht man davon aus, dass bei einer Inflationsrate von nahe oder 2% wir eine Preisstabilität haben. Das sehen Sie hier in Rot entsprechend als horizontale eingeführt. Dann diese türkisblaue Linie, das ist die Inflationsrate, die Sie typischerweise in der Presse eben lesen. Die hat jetzt zum zweiten Mal über 2% hier mit den Monatsdaten entsprechend abgeschlossen. Man könnte jetzt sagen, hey, Europäische Zentralbank, ihr habt euer Ziel erreicht, jetzt könnt ihr doch die Zinsen erhöhen. Aber werfen Sie hier den Blick bitte auf die dunkelblaue Linie, das ist die sogenannte Kerninflationsrate. Da gehen Energiepreise, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak nicht mit ein. Die nimmt man eher als Indikator für die strukturelle Inflation, für den strukturellen Zustand auch der Volkswirtschaft, für das Thema Kapazitätsauslastung, für das Thema, inwieweit Arbeitnehmer höhere Lohnabschlüsse gegenüber Arbeitgeber durchsetzen können. Und wenn Sie da sehen, dass wir da schon längere Zeit in einem Korridor irgendwo, ja, zwischen 0,9 und 1,1% sehen, dann können Sie davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank hier sehr genau hinschauen wird, und man wird mit dem Verweis auf die niedrige Kerninflationsrate sagen, naja, wir können vielleicht mal den Einlagenzins, der aktuell noch bei minus 0,4 liegt, irgendwann mal auf Null nehmen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber dass wir wirklich eine Leitzinserhöhung sehen, die den Namen auch verdient, respektive eine Zinswende, die zu positiven Realzinsen führen könnte, das muss man sagen, das ist weit, weit weg. Also es nutzt ja wenig, wenn Sie ein Prozent mehr Zinsen haben, aber die Inflation ein Prozent höher ist, weil dann haben Sie netto natürlich nichts gewonnen. Also der Blick auf die Kerninflationsrate und auch der Blick auf die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt sind, die zeigen ein relativ klares Bild, und nämlich das, dass wir keine Zinserhöhung hier von Seiten der Europäischen Zentralbank auf absehbare Zeit erwarten dürfen. Die Europäische Zentralbank hat ja selbst kommuniziert, dass man das Thema im September respektive Herbst 2019 nochmal auf die Agenda nehmen wird. Heißt in der Conclusio, dass die zinsbasierte Altersvorsorge, die Schieflage im System natürlich hier weiter zementiert wird, dass wir hier natürlich weiterhin lesen werden, dass die Finanzaufsicht natürlich hier genauer hinschauen wird, dass man sich darüber Gedanken macht, wie die Ablaufleistungen, die Ertragserwartungen hier sein werden. Also hier muss man leider Gottes konstatieren, dass die zinsbasierte Altersvorsorge natürlich nicht funktionieren kann, wenn es keine Zinsen gibt. Und die Hoffnung auf steigende Zinsen, wie eben dargestellt, die ist doch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Ich habe Ihnen das nochmal etwas konkreter dargestellt, weil viele von Ihnen sind ja vielleicht in Geldmarktfonds, in Anleihfonds investiert oder haben gemischte Fonds, die wiederum zu einem gewissen Prozentsatz Anleihen halten. Und was Sie hier mal sehen, ist wirklich das ganze Dilemma, wie sich am europäischen Rentenmarkt darstellt. Hier unten die Restlaufzeit in Jahren für Anleihen. Dann sehen Sie hier die Rendite in Prozent. Hier haben wir übrigens die Nulllinie und das dann für verschiedene Bonitäten mal abgetragen. Und da sehen Sie schon, dass wir, selbst wenn wir mittlere Laufzeiten wählen, also beispielsweise 5 Jahre, und dann müssen Sie schon wirklich in ein Bonitätssegment gehen, wo Sie im Mix jetzt nicht nur die besten Bonitäten haben, sondern Sie müssen auch leicht schwächere Bonitäten hereinnehmen, um zumindest irgendwo leicht oberhalb der Nulllinie zu liegen. Und wenn Sie auf kürzere Zeiträume denken, Sie sehen hier, wie gesagt, bis 2 Jahren, dann sehen Sie hier selbst bei 2 Jahren, wenn Sie das mal aufaddieren, mit einem Mix eines soliden Rentenportfolios, guter Bonität und kurzer Restlaufzeit, stellen Sie schon fest, da ist nichts zu verdienen. Dementsprechend notieren momentan Geldmarktfonds, respektive auch Kurzläufer-Rentenfonds, die notieren momentan irgendwo bei minus 0,3 bis minus 0,5% per anno Rendite. Also die Sicherheit kostet eben aktuell, und das macht das insbesondere institutionellen Anlegern, wie natürlich auch Unternehmen, Verbänden, Versorgungswerken und Ähnlichen, natürlich sehr, sehr schwer,
hier entsprechend ihre Liquiditätsanlage sinnvoll voranzutreiben. Also das ist wirklich ein katastrophaler Zustand und wie eben dargestellte Änderungen sind da nicht zu erwarten. Wir können vielleicht eher davon sprechen, dass die Risiken, die ja doch da sind, seines Liquiditätsrisiken, seines Bonitätsrisiken, dass die natürlich sehr, sehr schlecht vergütet werden. Und dementsprechend viele Anleger lassen sich da natürlich im Zeitablauf die Risikoleiter immer weiter nach oben treiben. Und ob nun alle, ja, Innovationen, die man am Markt gezeigt bekommt, so sinnvoll sind und ein realistisches Rendite-Risikoprofil bieten, da bin ich auch skeptisch. Deswegen an der Stelle der Hinweis, lassen Sie sich nicht zu sehr in diesen Anlagenotstand hereindrängen. Die Verzerrung durch die niedrigen Zinsen ist tendenziell umso stärker, je näher die Vermögensklasse am sicheren Zins ist. Also sprich, die Verzerrung bei Staatsanleihen und Pfandbriefen, die ist vielleicht ein bisschen höher als tendenziell eben bei Aktien. Und dementsprechend glaube ich, hier ein großes Thema in der Portfoliokonstruktion, weil einfach dieser sichere Zins uns komplett abhanden gekommen ist und im Vergleich zum Dollarraum stellt sich der Euroraum hier wirklich sehr, sehr schlecht dar. Heißt das nun alles in den Dollar? Nein, natürlich nicht, weil wenn Sie im Dollar investieren und Sie die Währungskomponente, die Währungsentwicklung als Komponente ausschließen wollen, dann müssen Sie die Währungsentwicklung absichern. Der Preis dieser Währungsabsicherung, das ist die Zinsdifferenz der kurzfristigen Zinssätze zwischen Euro und Dollar. Also vereinfacht gesprochen, wenn Sie momentan kalkulieren, dass Sie die Währungsabsicherung zwischen Euro und Dollar ungefähr 3% im Jahr kostet. Also der Zinsvorteil, den der Dollar bietet, der wird aufgefressen durch die Absicherung der Fremdwährung. Also auch das keine Alternative für Anleger, die entsprechend ihren Zinsaufschlag suchen. Mehr Zinsen gibt es nur, wenn Sie die Fremdwährungsrisiken, aber auch die Fremdwährungschancen als Potenzial offen lassen. Aber dann kommt die Wertentwicklung des Vermögenswertes natürlich nicht im Wesentlichen über den Wert selbst, sondern er kommt dann letztendlich natürlich über die Währungsentwicklung. Also ein ganz anderes Chance-Risikoprofil, als wenn Sie sich in einer Euroanleihe kurzer bis mittlerer Laufzeit und entsprechender Bonität bewegen. Also, Fazitfolie, keine Hoffnung auf steigende Zinsen. Wir haben einen Anlagenotstand auf sehr, sehr extremen Niveau. Einige von Ihnen, wir haben hier immer einen bunten Mix an Teilnehmern, sowohl Privatanleger als auch Vertreter von Stiftungen oder von Unternehmen. Die Privatanleger typischerweise, zumindest wenn sie sich nicht in sehr hohen Vermögenssphären bewegen, da haben sie einfach die schwarze Null auf dem Konto stehen. Ab einem gewissen Level reichen die Banken eben den Einlagezins 1 zu 1 weiter. Das heißt, ein Zins von minus 0,4%. Teilweise kommt noch ein gewisser Margenaufschlag drauf. Und da sehen wir, wie gesagt, gerade bei unseren großen Unternehmenskunden realistischerweise die Renditeerwartung für Liquidität, die liegt aktuell bei minus 0,5% im Jahr. Und da ist momentan keine Verbesserung in Sicht, weil Sie haben es gesehen, selbst wenn Sie in der Bonitätsstufe noch ein bisschen schwächer gehen, dann kommen Sie nicht unbedingt auf das Niveau, was notwendig ist. Und dazu gehen Sie natürlich auch Liquiditätsrisiken ein, weil niemand von uns weiß, wie es sich auf die globale Liquiditätssituation auswirken wird, wenn die US-Notenbank ihr Schrumpfungsprogramm der Notenbankbilanz entsprechend fortsetzt. Wenn wir vielleicht auch von der Europäischen Zentralbank sehen, dass es kein weiteres Anleiheaufkaufprogramm im Jahr 2019 gibt, dann fehlt einfach ein bisschen Liquidität. Und wenn Sie dann Handelskosten von 18, 19 Basispunkten bei einer Anleihe haben, dann ist oft nach Handelskosten, naja, nicht mehr viel zu verdienen in den guten Bonitäten und den kurzen Laufzeiten. Also insgesamt, meines Erachtens, ein sehr, sehr großes Fehlerpotenzial im defensiven Bereich. Das muss man ganz klar konstatieren. Dort, wo es früher sehr einfach war, 2, 3, 4% mit einem soliden Mix aus Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefen zu verdienen, das ist komplett tot. Dort kann man aktuell mehr Fehler machen als gewinnen. Von daher, je nachdem, wie tief Ihr Einblick da in die Materie ist, stellt sich die Frage, ob Sie zu viel Risiken eingehen können. Für die meisten Privaten wird wahrscheinlich das Thema Konto und bei Infragestellung der Einlagensicherung wird der Geldmarktfonds dann dementsprechend eben die bessere Variante sein im Vergleich zu irgendwelchen komplexen Anleiheprodukten aus dem Nachrangbereich oder nach sogenannten Senior Secured Loans oder sonstigen Anleiheprodukten, die nicht mehr viel mit dem Charakter einer klassischen Anleihe zu tun haben. Schauen wir kurz auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Da läuft es deutlich besser. Und nun ja, wir schauen zunächst auf die Stimmung. Und Sie sehen hier die Wirtschaftsstimmung in Türkisblau abgebildet, in Dunkelblau dann die Wirtschaftsleistung. Das jeweils die annualisierten Veränderungen
auf quartalsweiser Basis. Und da sehen Sie schon, da sind wir sehr komfortabel in einem positiven Bereich. Also das sieht sehr vernünftig aus für die USA. Wenn wir auf den Leading Indicator schauen für die US-Wirtschaft, da sehen Sie auch im 20-Jahres-Vergleich, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Niveau. Klar, die fiskalpolitischen Stimuli, die Donald Trump hier losgetreten hat, die sind beispiellos für eine Phase, in der die Wirtschaft ohnehin so gut läuft. Also da wird der Konjunkturzyklus nochmal künstlich verlängert. Vielleicht sehen wir auch Überhitzungstendenzen in einigen Segmenten, aber das ist vielleicht auch durchaus gewollt, um auch nochmal Personen in den Arbeitsmarkt hineinzudrücken, die in einer normal positiven Konjunkturphase nicht mehr hier integriert werden können. Was Sie oft in den Medien lesen, das ist der Rezessionsindikator, den man aus der Zinsstrukturkurve ablesen könnte. Vereinfacht gesprochen, schaut man sich die Differenz der kurzfristigen zu den langfristigen Zinsen an, also beispielsweise hier in Türkisblau die Differenz der 10-jährigen zu den 2-jährigen Zinsen. Da sehen Sie, wie diese Differenz nach unten kommt. Und wenn Sie jetzt mal hier reflektieren auf die Vergangenheit, dann sehen Sie hier in diesen grauen Balken, das sind eben Rezessionen. Und da sehen Sie auch, okay, hier wurde es im Endeffekt negativ, dann haben wir eine Rezession gesehen, dann wurde es hier negativ, wir haben eine Rezession gesehen, hier wurde es negativ, wir haben eine Rezession gesehen. Wenn man das jetzt historisch so durchspielen wollte und als Blaupause nutzen würde für die Zukunft, könnte man es argumentieren. Dazu würde auch passen, dass der Konjunkturzyklus in den USA ja bereits eine gewisse Reife erreicht hat. Aber wir haben natürlich diesmal die Situation, dass wir im Nachgang der Finanzkrise ein exorbitantes Interventionsprogramm der US-Notenbank gesehen haben, was nun rückabgewickelt wird. Wir haben natürlich auch dazu noch das Fiskalprogramm von Donald Trump, was den Konjunkturzyklus tendenziell verlängern wird. Also ob das alles diesmal wieder so greift, beziehungsweise in welchem zeitlichen Kontext, weil klar, in 4 Jahren zurückblickend zu sagen, vor 3 Jahren war die Zinsstrukturkurve negativ und es war ein Indikator, aber in den letzten 3 Jahren hatten sie noch vernünftige Renditen am Aktienmarkt. Das hilft natürlich wenig. Also man muss darauf schauen, aber daraus jetzt singulär isoliert betrachtet eine Einschätzung für die weitere Anlagestrategie festzulegen, das halte ich für nicht sinnvoll, weil, wie gesagt, machen Sie sich klar, wir hatten im Nachgang der Hypotheken- und Finanzkrise ja doch massive Einflüsse der US-Notenbank, die nun zum Teil rückabgewickelt werden. Dementsprechend, ich glaube, das ist ein Aspekt, der natürlich relevant ist, auf den man achten sollte. Aber wie gesagt, aktuell die Zinsstrukturkurve und die Zinsdifferenz hier momentan nicht dazu geeignet, ihre Aktienquote zu steuern. Donald Trump hat sich ja gestern geäußert und sagte, naja, das Thema steigende Zinsen, das findet er nicht so gut, aber meines Erachtens, die Notenbank wird ihre Unabhängigkeit behalten und auch durchsetzen. Sie sehen hier mal die Inflationsrate dargestellt, eben analog zur Darstellung für die Eurozone, die Inflationsrate aus der Presse 2,9%, ohne die besonders schwankungsanfälligen Bereiche 2,35%. Also Inflationsrate, Lohnabschlüsse, insgesamt der Status der Konjunktur, die sprechen alle für weiter steigende Zinsen. Und ich glaube, die Notenbank wird eher sich darüber Gedanken machen, dass man ein auskömmliches Zinsniveau erreicht, um im nächsten wirtschaftlichen Abschwung wieder die Zinsen senken zu können, als jetzt hier auf Donald Trump zu schauen. Das Thema Verschuldung ist natürlich auch in den USA ein großes Thema, aber auch hier muss man sagen, wenn Sie Japan betrachten, dann müssen wir ja auch ja festhalten, dass wir da eine sehr, sehr hohe Verschuldung haben. Trotzdem, japanische Staatsanleihen oder insbesondere die japanische Yen sind auch heute noch eine Fluchtwährung, wenn die Kapitalmarktteilnehmer Respekt vor möglichen Krisen oder Schwankungen haben. Dementsprechend, da jetzt mit dem Thema Schulden zu argumentieren, dass die Zinsen nicht steigen können, das halte ich für nicht ganz schlagend. Also sprich, das Thema Zinserhöhung in den USA, das wird unterstützt sein. Man wird natürlich im Kommuniqué der Notenbank darauf verweisen, dass man auch die internationale Komponente im Blick hat, insbesondere natürlich die Auswirkungen auf die Schwellenländer, auf deren Verschuldung, vielleicht auch auf Rohstoffpreise, aber alles in allem, wie Sie es eben gesehen haben, der Blick auf die Konjunkturdaten, der Blick auf die Inflation, der sagt einfach ganz eindeutig, die Zinsen können und müssen weiter hoch. Und da wird sich die Notenbank meines Erachtens nicht von einem per Twitter kommunizierenden US-Präsidenten hier entsprechend in ihrer Unabhängigkeit beeinflussen lassen. Denken Sie mal dran, das Mandat der US-Notenbank ist auf einen positiven Arbeitsmarkt gerichtet, nachgelagert natürlich auch auf die Vermögenseffekte an den Immobilienmärkten, an den Aktienmärkten, weil wir natürlich auch in den USA
natürlich viel deutlicher kapitalmarktorientierte, also aktienorientierte Vermögensaufbaupläne haben, die steuerlich gefördert werden. Aber momentan bei einem quasi Allzeithoch am Aktienmarkt, bei einem geringen Stress im Finanzsystem, bei einer guten Kapitalisierung auch der Banken im US-Bankensystem, muss man sagen, es gibt aktuell keinen Grund hier von der kommunizierten Marschrichtung steigender Geldmarktzinsen entsprechend abzusehen. Auf der anderen Seite müssen wir uns zusätzlich auch klar machen, dass wir auch nach den Zinssenkungen in der USA keine wesentliche Veränderung für den Sparer erreicht haben, weil was wir hier oben sehen, mal abgetragen, das ist der Realzins für die USA, also sprich der 12-Monats-Zins abzüglich der offiziellen Inflationsrate. Da sehen Sie, da sind wir auch im Minus, also im negativen Bereich. Mit einer zweijährigen Staatsanleihe kommen Sie ach und krach auf die Null. Also von daher muss man sagen, auch mit kurzlaufenden Anleihen, die kaum Bonitätsrisiken haben, ebenso als Staatsanleihe, auch für den in US-Dollar denkenden Anleger kein großer Vermögensaufbau zu gewährleisten, sondern tendenziell eher ein Vermögenserhalt. Und das spricht meines Erachtens auch dafür, dass die Notenbank hier an der Zinsschraube weiter drehen wird, wie sie es kommuniziert hat. Auf der anderen Seite Deutschland, ich habe es Ihnen hier nochmal dargestellt, ja, wir haben die niedrigen Euro-Zinsen, dazu der entsprechende Inflation, also der Kaufkraftverlust der Realzins bei über 2%. Und ich glaube, das erklärt auch die Immobilienpreise als Beispiel. Und das erklärt natürlich auch, warum die Volkswirtschaft sich derart stark präsentiert, wie eingangs dargestellt. Momentan läuft einfach sehr, sehr vieles für Deutschland. Dann noch ein paar Gedanken zur Portfoliokonstruktion. Heute schaut man ja tendenziell auf entweder Zahlen von einzelnen Unternehmen, die besonders gut oder schlecht waren. Das Thema Bayer Monsanto ist natürlich groß in der Presse oder auch das Thema Tesla. Da gibt es doch noch viele spannende Stories zu Einzeltiteln. Auf der anderen Seite schaut man eben einfach auf die Kapitalmarktindizes wie DAX, Eurostoxx oder S&P 500, um die Marktbewegungen darzustellen. Und ich möchte hier nochmal die ein oder andere Denkidee hier mitgeben. Erstmal, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, wir sehen hier die Entwicklung verschiedener regionaler Aktienmarktindizes. Und da sehen Sie schon im Jahr 2018, das ist hier der US-Markt gemessen am S&P 500, dann sehen Sie hier Aktien global. Da haben Sie natürlich auch fast 60% nordamerikanische Aktien im Portfolio. Also die sind positiv. Aber wenn Sie Aktien in Europa betrachten, gemessen am Stoxx 600, dann sind Sie eben hier unter der Nulllinie, also minus 1,5%. Und wenn Sie aus Aktien Asien betrachten, also Asien ex-Japan, dann sind Sie bei minus 7,5%. Und das heißt, mal ganz hart gesprochen, wenn Sie diversifiziert haben, also nicht nur US-Aktien oder globale Aktien gehalten haben, mit einem sehr, sehr hohen Fokus auf US-Aktien, dann haben Sie tendenziell mit Aktien im Jahr 2018 kein Geld verdient. Aber hier jetzt zurückblickend zu sagen, der US-Aktienmarkt, der auch nur von wenigen Aktien massiv nach oben geschoben wird, hier jetzt mit dem Blick auf diese Perspektive sagen, ach, Asien macht ja keinen Sinn, weil Asien leidet auch unter einem steigenden Dollar und Schwellenländer sind ja insgesamt ein Problem oder in der Eurozone geht es ja auch nicht vorwärts, beziehungsweise noch den Brexit. Also die Perspektive sollte keinesfalls sein, jetzt hier rückblickend zu sagen, ich werfe jetzt meine diversifizierte, ordentlich sauber strukturierte Aktienallokation über den Haufen und fokussiere mich auf den jüngsten Gewinner, sondern man sollte die Situation vielleicht eher nutzen, zu überlegen, habe ich hier sehr viel Aktien im US-Portfolio, sehr viel US-Aktien im Portfolio, dann reduziere ich vielleicht mal ein bisschen US-Aktien zugunsten von asiatischen Aktien, also ein sogenanntes Rebalancing macht hier Sinn. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft. Schauen Sie nicht auf ein, zwei Aktienmärkte, sondern schauen Sie ein bisschen tiefer rein. Grundsätzlich, auch das müssen wir mal festhalten, eine sehr interessante Grafik. Und hier hat man sich angeschaut, inwieweit US-Aktien gegenüber Nicht-US-Aktien, also internationalen Aktien aus US-Perspektive, wie die sich relativ entwickelt haben. Und Sie sehen es hier, per Ende Mai 2018 hatten wir 102 Monate in Folge, in denen US-Aktien besser gelaufen sind als ihre internationalen Pendants. Und wenn Sie mal in der Vergangenheit schauen, dann hatten wir auch mal lange Phasen, da liefen eben die internationalen Aktien, also eben die europäischen Aktien deutlich besser. Wir hatten mal lange Phasen, da lief es in den USA besser. Also hier mal ein relativer Vergleich. Und da Sie das eben sehr, sehr schwer timen können, was gerade besser läuft, da ist doch meine Idee zu sagen, lassen Sie sich nicht von den Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit bewegen. Ein ausgewogenes
gewogenes, diversifiziertes Aktienportfolio. Das sollte eben Aktien natürlich aus den USA, aber auch aus Europa und natürlich auch aus den aufstrebenden Schwellenländern hier enthalten, um wirklich ein diversifiziertes Portfolio zu haben. Wenn wir nicht nur auf die Regionen schauen, also wie DAX für Deutschland oder Stoxx 600 für Europa oder S&P 500 für den US-Markt, sondern wir schauen auch auf das Thema Wachstumswerte versus Substanzwerte. Dann habe ich Ihnen das mal hier für die globalen Aktienmärkte vorgenommen. Also Sie nehmen quasi den globalen Aktienmarkt und teilen ihn in Wachstumswerte ein und Substanzwerte. Dann sehen Sie das hier mal dargestellt, eben auch für die letzten 20 Jahre. Und da sehen Sie mal im Endeffekt auch, wie die Schere hier entsprechend auch auseinandergeht. Also Wachstumswerte haben sich deutlich besser entwickelt als Substanztitel, unten in Rot nochmal dargestellt, eben die relative Entwicklung. Also Sie sehen, Substanz hat sich da eben deutlich besser entwickelt. Und wenn Sie sich nochmal vergegenwärtigen, wie kapitalmarktbasierte Indizes gewichtet werden, eben marktkapitalisierungsgewichtet, dann finden wir momentan natürlich einen höheren Anteil von Wachstumstiteln in den Indizes. Und dementsprechend auch hier macht es vielleicht Sinn, durch die Indizes durchzuschauen, entsprechend auch Substanzwerte vielleicht ergänzend zu berücksichtigen, um eben hier nicht nur über verschiedene Regionen sinnvoll gestreut zu sein, sondern auch über die verschiedenen Investmentstile, also vielleicht mal etwas Value beizumischen, wann sich das mal umkehrt, dass Value wieder besser läuft als Wachstum. Das wird man sehen. Aber ich glaube momentan vor dem Hintergrund der Portfoliodiversifikation, wo wir doch sehen, dass sich Indizes verschieben, dass einzelne Segmente und innerhalb dieser Segmente einzelne Aktien, ganze Märkte, ganze Indizes dominieren, muss man sich natürlich klar machen, wie man seine Portfolios entsprechend aufstellt. Also sprich, ein Portfolio mit 5 ETFs von vor 5 Jahren hat ganz andere Charakteristika als die gleichen 5 ETFs in der heutigen Zeit. Und das gilt nicht nur für die passiven Indexfonds, das gilt natürlich auch für aktive Fonds, weil die positionieren sich auch relativ zur passiven Benchmark und dementsprechend werden die natürlich auch durch die Veränderungen in den Indizes dazu bewogen, ihre Struktur vielleicht ein bisschen einseitiger anzupassen. Also sprich, immer mehr Technologie, immer mehr USA. Das führt dann natürlich letztendlich auf Anlegerebene zu einem sogenannten Klumpenrisiko. Was haben wir noch? Auch das ist ein Thema, weil wir viel über Rezessionen diskutieren und was könnte sein. Hier mal eine historische Darstellung, in der man sich mal angeschaut hat auf der Hochachse, wie hoch war denn der Verlust in Krisen in Prozent gerechnet? Wie lange hat diese Verlustphase gedauert in Monaten? Und dann nochmal eine sehr schöne Darstellung, dass man sich eben anschaut, okay, wie war das denn, wenn wir eine Rezession hatten oder wie waren denn die Rückgänge, wenn wir keine Rezession hatten? Und da sehen Sie natürlich schon erstmal grundsätzlich, da haben wir doch durchaus mal seit 1945 insgesamt einige Punkte auf der Skala. Also da gab es eben entsprechende Rückgänge am Markt. Das sollte keinen überraschen. Aber auf der anderen Seite sehen Sie natürlich auch, dass natürlich, wenn eine Rezession greift, dann sehen wir sowohl, dass der Verlust im Durchschnitt tiefer ist, eben 31% gegenüber knapp 21%, und dass natürlich auch die Verlusterholungsphase nach einer Rezession deutlich länger ist, als wenn wir uns in einer nicht rezessiven Phase befinden. Also müssen wir uns die Frage stellen, wo sind wir im Konjunkturzyklus? Ist das Thema Rezession wirklich realistisch momentan aufgrund der volkswirtschaftlichen Daten belastbar zu generieren? Da müssen wir für die USA sagen, das muss man momentan konstatieren. Das lässt sich nicht rauslesen, weil dazu sind die Daten noch zu solide. Da ist natürlich auch die Wirkung des Fiskalprogramms natürlich hier entsprechend erhalten und dann irgendwelche Schlüsse ziehen zu sagen, naja, der Zyklus ist so lang und weil er so lang ist, muss es in 3 Jahren eine Rezession geben. Ich glaube, das sind auch Aussagen, die für eine belastbare Anlagestrategie nicht so sinnvoll sind. Von daher momentan bezogen auf die Aktienquote kein großer Grund, von der strategischen Aktienquote abzuweichen. Lediglich innerhalb der Aktienquote, wie eben dargestellt, ist es wohl anzuraten, etwas stärker auf die Diversifizierung zu schauen, weil wir doch jetzt in der jüngeren Vergangenheit teilweise einzelne Länder, respektive einzelne Sektoren hatten, die doch sich einseitig sehr positiv entwickelt haben. Und das führt natürlich zu Ungleichgewichten im Portfolio, die bei einer Rückkehr oder einer Abweichung von diesen Trends natürlich dann die Marktindizes entsprechend treffen. Und nochmal abschließend eine Relativgrafik. Das ist nichts anderes als die Relation des globalen Aktienmarktes in Einheiten Gold. Also wenn Sie so wollen, den Aktienmarkt in der Relativbetrachtung in Unzen Gold. Und
da sehen Sie im Endeffekt dann, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also quasi, wir hatten ja dann die Phase, als dann der Aktienmarkt gefallen ist, Gold ist gestiegen, dann hat sich das Ganze hier natürlich nach unten bewegt. Jetzt haben wir die Phase, dass Gold tendenziell vom Hoch gefallen ist, natürlich von den 1800. Momentan sich in einer Seitwärtsphase mit leichter negativer Tendenz befindet. Aktien auf globaler Ebene gleichzeitig steigen. Und wir sehen solche Grafiken oftmals in irgendwelchen Newslettern oder Kunden schicken uns die zu und sagen, ist das jetzt nicht ein Argument, Gold zu kaufen, weil in der Relation ist doch Gold viel günstiger als Aktien. Und ja, also wenn Sie mal schauen, was wir auch schon für Relationen hatten, die wirklich extrem waren, da waren die Aktien eben sehr, sehr hoch und Gold sehr billig, dann sind wir doch auf diesem Niveau sehr stark von diesen Extremen entfernt. Dementsprechend aus solchen Verhältnisgrafiken schauen Sie da bitte immer auf einen sinnvoll langen Zeitraum und nicht nur auf einen Ausschnitt. Also nach dem Motto von 2008 bis heute, das führt dann in die Irre und man muss sich immer fragen, wer solche Grafiken dann auch erstellt. Und wenn Sie da jetzt in irgendeinem Edelmetall-Newsletter eine Grafik haben, eben von, ja, ich weiß nicht, von 2008 bis heute, dann kann man da natürlich eine Story für Gold draus machen. Aber meines Erachtens sind wir uns, glaube ich, einig, Gold in einer gewissen physischen Portion gehört in jede sinnvoll ausgewogene Vermögensstruktur. Darüber hinausgehende taktische Positionierungen sind abhängig natürlich von der Marktphase. Und da muss man natürlich momentan konstatieren, da fehlen ein bisschen die Treiber für Gold, weil da die Zinsen in den USA steigen. Der andere sichere Hafen im Finanzmarkt, das ist eben die US-Staatsanleihe, die ist im 10-jährigen Bereich wieder mit 3% verzinst. Wenn wir eine Krise bekommen, dann werden die Renditen dort fallen. Dann gibt es eben auch Kursgewinne zu realisieren. Dazu ist der Dollar auch ein Safe Haven. Und das macht das natürlich für Gold natürlich entsprechend hier schwer, entsprechende Erträge zu generieren. Also, das möchte ich Ihnen noch mitgeben. Wenn Sie relative Vergleiche sehen, dann schauen Sie immer, wer hat die erstellt, was ist dessen Intention und sehen Sie auch wirklich eine Zeitreihe mit ausreichender Historie in Jahren, um hier wirklich ein ja, sinnvolles Bild zu bekommen oder bekommen Sie nur gewisse Ausschnitte zu sehen, um ja eine gewisse Story zu verkaufen. Ja, meine Damen und Herren, was tun wir für Sie? Ich denke, das Thema überhaupt mal Definition der finanziellen Ziele ist ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere in einer Situation, wo uns der risikolose Zins vollkommen abhanden gekommen ist, wo wir vielleicht auch mal wieder über systemische Krisen in der Eurozone sprechen werden. Auf der anderen Seite, die Vermögensstruktur, die muss natürlich analysiert werden nach Rendite- und Risikotreibern. Da sehen wir natürlich im Gesamtvermögen große Probleme, aufgrund dessen, dass viele Vermögenssegmente zinsabhängig aufgestellt sind. In der Anlagestrategie sehen wir Klumpenrisiken, die sich aus der Indexberechnung ergeben, wie eben dargestellt. Und dementsprechend, das muss man analysieren, kann dann eine Anlagestrategie herleiten. Und dann stellt sich die Frage, wie setzt man die effizient um? Wo machen passive ETFs und Indexfonds Sinn? Wo macht es Sinn, eher einen aktiven Manager zu wählen, der dann natürlich auch sich entsprechend teurer darstellt? Wie wähle ich meine Lagerstellen im In- und Ausland? Was macht da insgesamt im Gesamtkontext auch der Generationenplanung Sinn? Also Stichwort Thema Nachfolgeplanung, Erbschafts- und schenkungssteuerliche Aspekte, die ja häufig eine Substanzsteuer sind. Und Substanzsteuern sind natürlich immer umso schwerwiegender, je geringer der Ertrag am Kapitalmarkt ist. Dementsprechend das ist natürlich ein großes Thema für die Unternehmer unter Ihnen. Ohnehin das Thema Erbschaftssteuerreform mit der Wirkung in 2016 mit Sicherheit ein großes Thema. Und das muss man sich natürlich regelmäßig anschauen. Ja, meine Damen und Herren, an der Stelle bin ich auch am Ende angekommen. Darf ich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Rückfragen, Feedback, Anregungen natürlich hier wie gewohnt über die bekannten Kontaktwege, die Sie hier eingeblendet sehen. Und dementsprechend würde ich nun an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden, sodass wir hier noch entsprechend in die Fragerunde einsteigen können, die Sie wie gewohnt über die Funktion der Software hier vornehmen können. Denen, die uns bereits verlassen, denen wünsche ich einen schönen Sommerabend. Allen anderen, ja, seien Sie ermutigt, da entsprechend Fragen zu stellen und lassen Sie uns eine Diskussion gehen. Bis dahin, auf Wiedersehen.